Anne dirigierte uns zu dem Zimmer, das sie mit Margot teilte. Auf ihr Drängen sollten Henk und ich dort schlafen, während sie und Margot bei den Eltern kampierten. Anne zerrte mich zu ihrem frisch bezogenen Bett und bat mich, meine Sachen dort hinzulegen. Belustigt antwortete ich, es sei mir eine Ehre, und deponierte mein Nachtzeug auf ihrem und Henks Sachen auf Margots Bett. Bald wurde es Zeit für die Rundfunknachrichten. Die ganze Gesellschaft ging nach unten in Herrn Franks Büro und versammelte sich um den Apparat auf dem Tisch. Der ganze Raum vibrierte vor Erregung, als die nahe und doch so ferne Stimme ertönte. Hier spricht Radio Oranje. Der heutige Tag ist gut verlaufen. Die Engländer... Unsere einzige und wirkliche Verbindung zur freien Welt ließ uns Hoffnung und Information zuteilwerden. Bei Tisch bekamen Henk und ich wieder die Ehrenplätze, genau wie bei dem Gala-Diner zu unserem Hochzeitstag. Es gab eine schmackhafte Mahlzeit. Die verdunkelten Fenster, das elektrische Licht und die beim Kochen entwickelte Hitze machten es mollig warm und gemütlich. Wir saßen lange bei Kaffee und Dessert und unterhielten uns. Unsere Freunde kosteten den Besuch bis zur Neige aus. Als ich da saß, wurde mir bewusst, was es bedeutete, in diesen kleinen Räumen eingesperrt zu sein. Ich bekam ein Gespür für die ohnmächtige Angst, der diese Menschen Tag und Nacht ausgeliefert waren. Es war Krieg, das galt für uns alle, aber Henk und ich konnten uns frei bewegen. Diese Menschen dagegen befanden sich in einem Gefängnis, dessen Türen von innen zu verschließen waren. Nur ungern sagten wir gute Nacht. Henk und ich gingen nach unten. Als ich in Annes kleines, hartes Bett stieg, umgeben von Annes Stargalerie an den Wänden, hörte ich die Geräusche aus den übrigen Räumen. Vandans Husten, knarrende Sprungfedern, einen zu Boden fallenden Hausschuh. Die Westerkerkuhr schlug jede Viertelstunde. So laut hatte ich das nie gehört. Tagsüber im Büro war die Turmglocke nur gedämpft zu vernehmen. Es fing zu regnen an. Wind kam auf. Die Stille hier drinnen war erdrückend. Ich spürte es körperlich, wie die Furcht der hier zusammengedrängten Menschen sich auf mich legte und immer schwerer auf mir lastete. Es war so schrecklich, dass ich nicht schlafen konnte. Erst jetzt begriff ich ganz, was es bedeutete, als Jude in einem Versteck zu leben. Bei Tagesanbruch war ich immer noch wach. Draußen goss es in Strömen. In aller Frühe hörte ich, wie unsere Gastgeber sich zu regen begannen und nacheinander den Waschraum aufsuchten, der benutzt werden musste, ehe die Angestellten unten zur Arbeit erschienen. Henk und ich zogen uns rasch an und gingen nach oben zum Frühstück. Henk brach zuerst auf. Er musste vor dem Eintreffen der Arbeiter das Haus verlassen haben. An den Blicken unserer Freunde merkte ich, wie ungern sie ihn gehen ließen. Ich blieb sitzen, solange es ging. Anne überschüttete mich mit Fragen nach meinen Eindrücken von der Nacht im Versteck. Wie hast du geschlafen? Hat dich das Schlagen der Uhr gestört? Hast du die Bomber gehört, die nach Deutschland unterwegs waren? Ich versuchte, Annes Fragen auszuweichen, da ich nichts von dem verlauten lassen wollte, was mich diese Nacht voller Angst und Schrecken gelehrt hatte. Anne fixierte mich scharf. Es wurde nicht ausgesprochen, aber wir beide wussten, dass ich für kurze Zeit die Schwelle überschritten hatte, die Außenstehende und Betroffene trennt, dass auch ich nun eine lange, angstvolle Nacht im Versteck aus eigener Erfahrung kannte. »Wirst du wieder hier übernachten?« fragte sie. »Du kannst wieder mein Bett kriegen. Man fühlt sich so sicher, wenn unsere Beschützer nahe bei uns sind.« »Wir kämen wieder zum Übernachten und seien immer nahe«, versicherte ich ihr. »Wenn nicht persönlich, so doch in Gedanken.« »Auch nachts«, wollte Anne wissen. »Auch nachts«, bekräftigte ich. Anfang Oktober 1942 fanden wieder ausgedehnte Razzien statt. Dann hörten sie unvermittelt auf. Wochen verstrichen. Neue Gerüchte kursierten. Vielleicht waren die Lager voll und die Deutschen hatten nun genügend Sklavenarbeiter. Sobald ich das Versteck betrat, holten Anne, ihre Mutter und Frau Vandan regelmäßig haarklein alles aus mir heraus, was es über das Leben auf der anderen Seite des Regals zu berichten gab. Anne wollte immer wieder wissen, ob ihre Wohnung von Puls geräumt worden sei. Ich war mehrmals vorbeigeradelt, konnte jedoch nichts entdecken. So sagte ich ihr, ich wisse es nicht. Zufällig beobachtete ich eines Tages, wie das Haus der Vandams ausgeräumt wurde. Frau Vandam hatte sich fürchterlich darüber aufgeregt. Ich schwor mir, solche Berichte künftig zu unterlassen.
Frau Frank nahmen schlechte Nachrichten am meisten mit. Als der Winter nahte, versank sie allmählich in immer tiefere Niedergeschlagenheit. Uns anderen hatte das Gerücht, dass die Razzien wohl abgeschlossen seien, neuen Auftrieb gegeben. Wir glaubten fest an die vielversprechenden Nachrichten der BBC über die neuen angloamerikanischen Offensiven. Nichts davon schien Frau Frank aufzumuntern. Obwohl es keine Razzien mehr gab, kam unter den Juden kein Gefühl von Sicherheit auf. Sehr viele waren zwar seit langem fort und die Verbliebenen lebten in ständiger Furcht und konnten zumeist ihren Lebensunterhalt kaum noch bestreiten. Christen war es schon seit geraumer Zeit verboten, sich von jüdischen Ärzten oder Zahnärzten behandeln zu lassen. Doch ich lehnte es ab, von meinem ausgezeichneten Zahnarzt Dr. Düssel wegzugehen. Als ich in jenem Herbst seine Praxis aufsuchte, fragte er mich vorsichtig mit leiser Stimme: »Wissen Sie vielleicht ein Versteck für mich, Miep?« Ich schüttelte verneinend den Kopf, versprach aber, es ihn wissen zu lassen, falls ich irgendetwas hörte. Tags darauf stattete ich oben meinen gewohnten Bericht ab und erwähnte Herrn Frank gegenüber, dass Dr. Düssel einen Platz zum Untertauchen suche. Herr Frank hörte sich das interessiert an. Herr Düssel und seine Frau hatten zu den deutschen Emigranten gehört, die sich samstags bei den Franks zu treffen pflegten. Einige Tage später teilte mir Herr Frank mit: »Miep, wo sieben essen können, werden auch acht satt. Wir haben beschlossen, dass Albert Düssel hier bei uns untertauchen kann, aber er muss gleich morgen früh kommen.« Herr Frank erläuterte, er wolle Herrn Düssel keine Zeit lassen, zu jemandem darüber zu sprechen, noch umfangreichere Vorbereitungen zu treffen, die Verdacht erregen könnten. Ich suchte Dr. Düssel nach Feierabend in seiner Wohnung auf und berichtete ihm, dass ich ein Versteck für ihn gefunden hätte. Einzelheiten teilte ich ihm nicht mit. »Aber Sie müssen gleich morgen früh hingehen. Das ist in diesem Fall Bedingung.« Dr. Düssel machte ein langes Gesicht und schüttelte bekümmert den Kopf. »Ausgeschlossen«, erklärte er. »Ich habe eine Patientin mit einer schweren Kieferkomplikation. Morgen soll die letzte Behandlung stattfinden. Wenn ich jetzt abbreche, lasse ich sie mit unerträglichen Schmerzen zurück. Das kann ich nicht verantworten.« Er seufzte. »Unmöglich. Übermorgen, ja, aber morgen unmöglich.« Am nächsten Morgen ging ich mit schwerem Herzen nach oben, um von meinem Besuch bei Dr. Düssel zu berichten. Herr Frank lauschte aufmerksam. Ich merkte, dass die Überlegung, ob sie das Risiko eingehen und einen Außenstehenden hier aufnehmen sollten, bei allen die vorhandenen Ängste um eine weitere vermehrt hatte. An jenem Nachmittag ging ich noch auf einen Sprung nach oben und fragte: »Nun, sind Sie wegen Dr. Düssel zu einer Entscheidung gelangt?« »Wir haben darüber beraten und den Schluss gezogen, dass ein verantwortungsbewusster Arzt den Patienten während der Behandlung tatsächlich nicht im Stich lassen darf«, antwortete Herr Frank ernst. »Wir zollen ihm für seine Haltung Respekt. Sagen Sie Albert Düssel, wenn er am Montagvormittag kommen will, ist hier ein Platz für ihn bereit.« Dann setzte er mir seinen Plan auseinander. Nach Büroschluss ging ich abermals bei Dr. Düssel vorbei und berichtete ihm. In seinen Augen leuchtete Hoffnung auf. »Die Behandlung ist abgeschlossen. Ich bin soweit.« »Gut, der Plan sieht folgendermaßen aus. Sie finden sich am Montag um 11 beim Hauptpostamt ein. Gehen Sie vor dem Gebäude auf und ab. Sobald Sie der Kontaktmann identifiziert hat, wird er Sie mit dem Satz ansprechen: „Folgen Sie mir bitte.« Sie sagen kein Wort und folgen ihm auf Schritt und Tritt. Und nehmen Sie möglichst wenig Gepäck mit. Nichts, wodurch Sie sich verdächtig machen könnten. Wenn Sie erst in Sicherheit sind, findet sich vielleicht später eine Möglichkeit, Ihre Sachen zu holen.« Dr. Düssel bedankte sich überschwänglich. Ich merkte ihm an, dass er überzeugt war, dass das Versteck irgendwo auf dem Land und ich nur ein Bote sei. Er verabschiedete sich von mir bis nach dem Krieg. Ich wünschte ihm viel Glück. Wir konnten nichts weiter sagen. Wir wussten beide, dass überall Gefahren lauerten für einen Juden, der im Begriff war, unterzutauchen. Der Kontaktmann war Jo Kopheus. Am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr kam Kopheus herein. »Alles in Ordnung«, sagte er. »Er wartet in Herrn Franks Büro und ist völlig verblüfft, dass er ins Zentrum von Amsterdam gebracht wurde. Jetzt sind Sie dran, Miep.« Ich eilte in Herrn Franks Privatkontor. »Miep!« rief Dr. Düssel erschrocken. Ich konnte mir nur mühsam das Lachen verkneifen, wenn ich an die bevorstehende Überraschung dachte. »Kommen Sie, wir gehen nach oben.
Damit schob ich ihn die alte Holztreppe hinauf zu dem Vorplatz, wo das Regal den Eingang zum Hinterhaus verdeckte. Ich öffnete, ging nach oben in den großen Wohnraum, wo alle um den Tisch herum standen und ihn lächelnd erwarteten. Der Kaffee war fertig, daneben stand eine Flasche Cognac. Albert Düssel sah aus, als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen. Er starrte Otto Frank wie einen Geist an. Seiner Überzeugung nach waren die Franks in die Schweiz geflüchtet. Die Szene drohte mich zu überwältigen. Meine Damen und Herren, es ist geschafft. Damit machte ich kehrt und ließ sie unter sich. Von nun an traf ich mich einmal wöchentlich mit Dr. Düssels bezaubernder blonder Frau und überbrachte ihr seine dicken Briefe. Sie gab mir für ihn Post mit, Bücher, Pakete sowie ein paar Instrumente, um die er gebeten hatte. Für sie als Christin bestand, da sie jetzt nicht mehr mit einem Juden zusammenlebte, keine Gefahr mehr. Ich tat, als hätte ich keine Ahnung, wo sich ihr Mann versteckt hielt. Und Frau Düssel war viel zu klug und vorsichtig, um mich auszuhorchen. Durch die Einquartierung von Dr. Düssel fehlte es an Platz für Henk und mich, wieder einmal dort zu übernachten. Margot schlief jetzt bei ihren Eltern, während Anne sich den kleinen Raum mit Dr. Düssel teilte. Jeder zeigte zwar den besten Willen, aber mit 8 anstatt 7 Personen war es eben doch noch beengter geworden. Gegen Ende 1942 wurde ich gewahr, dass oben im Versteck die Energie irgendwie erlahmte. Dr. Düssel fiel mit seiner pedantischen Art Anne auf die Nerven, während er wiederum gereizt auf ihre Sprunghaftigkeit reagierte. Das freundschaftliche Verhältnis zwischen Frau Frank und Frau Van Daan hatte sich verändert und war etwas förmlich geworden. Peter verkroch sich immer öfter auf den Speicher und Margot konnte stundenlang reglos auf einem Fleck sitzen bleiben. Es gab kleine, lästige Unfälle und Unpässlichkeiten. Eine Bindehautentzündung bei Dr. Düssel, eine Rippenprellung bei Frau Van Daan, leichte Schmerzen und Beschwerden, damit musste man rechnen. So viele Menschen Tag und Nacht auf so engem Raum zusammengepfercht. Steif gewordene Muskeln und Gelenke aus Mangel an Bewegung, ständig gedämpfte Stimmen, Blasen, die stundenlang nicht entleert werden konnten. Keinerlei Ventil für Annes Temperament. Aber eine Oase, die Sicherheit bot in einer Stadt unter deutscher Besatzung, schien mit diesen Bagatellen nicht zu teuer bezahlt. Elli und ich planten eine Nikolausbescherung für die Untergetauchten. Wir kannten ihre liberale Einstellung gegenüber religiösen Bräuchen. Überdies ist der Nikolaustag auch in den Niederlanden eher ein Fest für Kinder als ein christlich-kirchlicher Feiertag. So wollten wir hauptsächlich Margot, Anne und Peter Freude und Abwechslung bieten. Elli und ich bosselten emsig an den manchmal sogar etwas frechen Versen, die am Nikolaustag die Hauptrolle spielen. Gemeinsam strapazierten wir unsere Fantasie, um für jeden ein passendes kleines Geschenk auszudenken. Da in den Geschäften nichts zu bekommen war, mussten wir viel Erfindungsgabe aufbieten für Dinge, die man selber basteln konnte. Wir nähten, hämmerten, klebten im Verborgenen. Dann sammelten wir die kleinen Gaben und die Verse in einem großen Korb, den wir hübsch dekorierten und gut versteckten, bis Herr Frank zum verabredeten Zeitpunkt mit den anderen nach unten kommen und ihnen die Überraschungen präsentieren konnte. Elli ging nach Hause, ich ebenfalls. Ich malte mir die Freude aus, wenn unsere Freunde den großen, festlich geschmückten Korb auspacken und die liebevoll gebastelten Geschenke mit den lustigen Versen finden würden. Sie mussten Spaß daran haben. Vor allem Anne. Sie war so gerne die 13-jährige erfahrene Dame von Welt. Jedenfalls so lange, bis es etwas zu feiern gab. Dann gebärdete sie sich in ihrer Begeisterung und Aufregung wie ein kleines Mädchen. Wir alle waren fest davon überzeugt, dass der Krieg 1943 zu Ende gehen würde. Das Wetter war abscheulich, dunkel, nasskalt. Unter dem starken seelischen Druck, dem die Menschen ständig ausgesetzt waren, drohten nicht wenige zusammenzubrechen. Henk hatte unseren Radioapparat auseinandergenommen und die Einzelteile Stück um Stück in das Versteck gebracht. Das hieß, dass wir nun kein Rundfunkgerät mehr im Haus hatten und die Nachrichten entweder bei unseren Freunden in der Nachbarschaft hören oder uns aus zweiter Hand informieren lassen mussten. Wie alle verfolgten auch Henk und ich den Kampf um Stalingrad. Langsam, systematisch wurden die Deutschen geschlagen. Wir wagten zu hoffen,
Doch niemand vermochte sich vorzustellen, dass Hitler jemals dieses Wort aussprechen würde. Kapitulation. Aber sie kapitulierten. Am 2. Februar 1943. Tags darauf versammelten wir uns um die Rundfunkgeräte, lauschten den Nachrichten und drückten uns stumm die Hände, als der Deutschlandsender die Kapitulation der eingeschlossenen deutschen Truppen in Stalingrad verkündete, umrahmt von dumpfem Trommelwirbel und dem zweiten Satz von Beethovens 5. Sinfonie. Wir hofften, das sei der Anfang vom Ende. Im Verlauf des Winters blieben wir alle möglichst in Ofennähe. Der Herd bei den Vandans wurde mit allem gefüttert, was sich verbrennen ließ. Die Franks hatten ebenfalls einen kleinen Kohlenofen. Nach Feierabend wurden sämtliche brennbaren Abfälle verfeuert. Die Asche und die sonstigen Abfälle schaffte Peter nach unten zur Mülltonne im Lager. Es war so wenig, dass es nicht weiter auffiel. Elli hatte sich zu einem Steno-Fernkurs angemeldet. Doch eigentlich war es Margot Frank, die auf diesem Weg Kurzschrift erlernte. Sobald eine an Elli Vossen adressierte Lektion eintraf, brachte Elli sie nach oben und Margot machte sich an die Arbeit. Anne lernte durch diesen Fernkurs ebenfalls stenografieren. Da beide reichlich Zeit zum Üben hatten, erzielten sie beachtliche Fortschritte. Wenn eine Lektion durchgenommen war, schickte Elli sie zurück und bald traf die nächste ein. Elli erhielt erstklassige Noten. Ich legte jetzt immer leere Kontobücher für Annes Aufgaben und für ihre Aufzeichnungen beiseite, nachdem sie ihr erstes Tagebuch vollgeschrieben hatte. Sie war nach wie vor in diesem Punkt sehr verschlossen und verstaute alles, was sie zu Papier gebracht hatte, in der abgeschabten, ledernen Aktenmappe ihres Vaters, die er in seinem Zimmer in Verwahrung hielt. Es gehörte zu den Grundsätzen der Franks, das Eigenleben jedes Einzelnen, auch der Kinder, unbedingt zu respektieren. Und da es sonst dort oben kaum individuellen Freiraum gab, hätte es niemand gewagt, ihre Papiere anzurühren oder gar ohne ihr Einverständnis auch nur eine Silbe zu lesen. Im neuesten Erlass für März hieß es, die verbliebenen Juden könnten jetzt wählen zwischen Deportation und Sterilisation. Denjenigen, die sich für Sterilisation entschieden, wurde zugesichert, dass sie danach verschont blieben. Sie erhielten ein rotes J in ihren Personalausweis anstelle des berüchtigten schwarzen J. Wer das rote J eingestempelt hatte, brauchte zudem keinen gelben Stern zu tragen. Um diese Zeit veröffentlichten die Deutschen einen Appell an die Untergetauchten, in dem jeden, der sich stellte, straffreier zugesichert wurde. Freiheit von welcher Strafe, fragten wir uns. Natürlich glaubte niemand an diese oder andere Versprechungen der Besatzungsmacht. Ende März fanden wiederum ausgedehnte Razzien statt. Jetzt evakuierte man jüdische Blinden- und Irrenanstalten sowie Altenpflegeheime. Ich bemühte mich nach Kräften, alles, was ich hörte und sah, vor meinen Freunden verborgen zu halten. Nie erwähnte ich irgendwelche Gräuel, wenn es sich vermeiden ließ. Selbst Annes Fragen waren nicht mehr so eindringlich, dass sie mir etwas zu entlocken vermochte. Keiner schien mehr hören zu wollen, als er ohnehin schon wusste. Als der Frühling endlich gekommen war, suchten uns Krankheiten heim. Zum Glück betrafen sie die Helfer und nicht unsere untergetauchten Freunde. Elli und ihren Vater hat es erwischt. Beide waren mehrere Wochen hintereinander arbeitsunfähig. Elli lag mit einer schweren Grippe zu Bett, ihr Vater war zur Untersuchung ins Krankenhaus eingewiesen worden. Unser lieber Jo Kopheus hatte von jeher einen empfindlichen Magen. Als innere Blutungen auftraten, hatte ihm sein Arzt kurzerhand Bettruhe verordnet, weil er sich davon Besserung und ein Nachlassen des Drucks versprach. Der Arzt war sich wohl kaum im Klaren darüber, dass Herr Kopheus mit seinen ständigen schweren Sorgen um die Sicherheit unserer untergetauchten Freunde ein zusätzliches Maß an Anspannung, Verantwortung und Druck zu tragen hatte. Unsere Freunde vermissten die plötzlich ausgebliebenen regelmäßigen Besucher schmerzlich. Ihnen fehlte Ellis munteres Geplauder, ihre ausführlichen Berichte über jedes Treffen mit ihrem Freund. Besonders vermissten sie Herrn Kopheus, dem es mit seinen Witzen und seiner Zuwendung mit kleinen Geschenken und Süßigkeiten stets gelang, die Stimmung zu heben. Jo Kopheus verstand es am besten, Mut und Zuversicht einzuflößen. Sobald er das drehbare Regal zumachte, ließ er seine Sorgen hinter sich und brachte nichts als Kraft und Aufmunterung mit.
Er schaffte es, dass sich unsere Freunde nach jedem seiner Besuche um vieles wohler und leichter fühlten. Doch dem hatte nun sein Magenleiden Einhalt geboten. Henk, Herr Krahler und ich taten unser Möglichstes, die im Hinterhaus tagsüber entstandenen leeren Stunden auszufüllen. Jakob Heuss kehrte glücklicherweise früher als vom Arzt angeordnet ins Büro zurück. Er behauptete, sich glänzend zu fühlen. Ellis Vater dagegen musste länger im Krankenhaus bleiben. Die Prognose war besorgniserregend. Herr Krahler hielt es für notwendig, einen neuen Mann für das Lager einzustellen. Otto Frank stimmte zu. Herr Krahler engagierte Fritz van Matto. Der Mann hatte nach meinem Empfinden etwas Unsympathisches an sich. Es war zwar nur so ein Gefühl, aber ich traute meinen Gefühlen. Ich konnte nicht anders, als ihm die kalte Schulter zu zeigen. Mitunter fuhren Henk und ich nach Hilversum und besuchten Frau Samson in ihrem Versteck. Bei einem dieser Besuche im Frühjahr 1943 empfing uns Frau van der Hart, die Eigentümerin der Villa, mit der Frage, ob sie kurz mit uns sprechen könne. Sie war sehr verstört und fragte uns, ob wir von der Loyalitätserklärung erfahren hätten, die holländische Studenten auf Befehl der Deutschen unterschreiben müssten. Das war uns bekannt. Ebenso, dass zahlreiche Studenten die Unterschrift verweigert hatten und dass es an verschiedenen holländischen Universitäten spontan zu kleinen Streiks gekommen war. Die Deutschen hatten diesen Widerstand auf die übliche Weise geahndet, mit Verhaftungen, Gefängnis und sofortigem Studienverbot. Sie kam zum Kernpunkt. Mein Sohn Karel hat sich geweigert, die Loyalitätserklärung zu unterschreiben. Er muss untertauchen. Er braucht einen Platz, wo... Ich unterbrach sie. Sagen Sie ihm, er soll sofort kommen. Er kann bei uns untertauchen. Frau van der Hart versteckte Frau Samson, so fühlten wir uns verpflichtet, ihrem Sohn Unterschlupf zu bieten. Kurz darauf, im Mai, erschien Karel bei uns in der Hunzestraat. Ein gut aussehender, 21-Jähriger, mittelgroß, mager, blond, liebenswürdig. Wir gaben ihm Frau Samsons ehemaliges Zimmer. Er fühlte sich von Anfang an heimisch bei uns. Ich erfand neue Methoden, unsere Rationen zu strecken. Henk und ich sahen uns belustigt an, wenn Karel mit blitzartiger Geschwindigkeit seinen Teller leerte. Natürlich durften wir Otto Frank und den anderen nichts davon sagen, dass Karel van der Hart bei uns untergetaucht war, denn das bedeutete für uns ja eine neuerliche Gefährdung. Alles, was uns bedrohte, hätte sie doppelt aufgeregt. Das Zusammenleben mit Karel spielte sich sofort ein. Henk und ich gingen jeden Morgen zur Arbeit. Karel blieb tagsüber allein im Haus. Für einen jungen Mann ein sehr einsames Dasein. Aber was blieb ihm sonst übrig? Wir hatten keine Ahnung, was er mit seinem Tag anfing, außer lesen und mit sich selbst Schach spielen. Wir vermuteten, dass er gelegentlich einen Spaziergang unternahm, fragten jedoch nicht. Sein kleines Schachbrett war stets irgendwo aufgestellt, mitten in einer Partie, die er gegen sich selbst spielte. Er konnte sich jeden Zug so lange überlegen, wie er wollte. Zeit war das Einzige, was er hatte. Sogar der Frühjahrsputz wurde durch den Krieg beeinträchtigt. Seife war immer schwerer zu bekommen. Stoff und Nähmaterial wurden zunehmend teurer. Ich musste es mir 2-3 Mal überlegen, ehe ich Henks Socken stopfte. Gab es für das Stückchen Garn nicht doch eine vordringlichere Verwendung? Brauchten es unsere Freunde nötiger als wir? Jeder hatte jetzt irgendwelche Kleidungsstücke, die abgetragen oder verschlissen waren. Bei uns allen, denen es noch halbwegs gut ging, war ein schäbiges Äußeres der Normalzustand geworden. Denjenigen, die noch weniger hatten als wir, sah man die bittere Not und Armut stets schon von Weitem an. Oft stand man in einer langen Schlange vor einem Geschäft, und wenn man endlich an die Reihe kam, stellte man fest, dass es fast nichts zu kaufen gab, außer ein paar Bohnen, etwas welkem Kopfsalat oder halb verfaulten Kartoffeln. Ich vergrößerte meinen Aktionsradius und probierte manchmal Geschäfte in abgelegenen Vierteln aus, immer in der Hoffnung, eine neue Lieferquelle aufzutun. Essen hatte jeden Reiz verloren. Wir mussten nehmen, was wir kriegten. Das bedeutete tagelang dasselbe Gericht, oft Verdauungsbeschwerden, immer wieder hungrig vom Tisch aufstehen. Doch von den Untergetauchten hörte ich niemals auch nur das leiseste Wort der Klage. Nie beklagten sie sich, dass sie es leid waren, 2 Wochen lang nichts als Kohl
oder etwas anderes zu essen. Nie beschwerten sie sich über die ständig spärlicher werdenden Butter- und Fettrationen. Ich wiederum erwähnte mit keiner Silbe, wie bleich sie inzwischen aussahen. Auch die Kleider der Kinder waren schäbig geworden. Oder die Kinder waren einfach aus den Sachen herausgewachsen. Am meisten und sichtbarsten fehlte es bei Anne, die sich körperlich zusehends mauserte. Sie bekam Formen und platzte schlicht aus allen Nähten. Ihre Füße ließen sich nicht mehr in die mitgebrachten Schuhe zwängen. Ich hätte am liebsten geweint beim Anblick dieser zarten, im Wachstum begriffenen Füße, mit denen sie eigentlich laufen, tanzen, schwimmen sollte. Anne wurde am 12. Juni 14. Wir alle gingen auf die Suche nach Geschenken, um ihren Geburtstag so festlich wie möglich zu gestalten. Kleine Näschereien, Bücher, Schreibpapier, getragene Kleider. Überschwänglich bekundete sie ihre Freude, als sie die Päckchen aufmachte und die Glückwunschverse las. Wir alle gaben uns größte Mühe, fröhlich zu sein und jede düstere Anwandlung zu unterdrücken. Das war auch dringend geboten, denn wir hatten soeben die Diagnose für Hans Vossen, Ellis Vater, erfahren. Inoperabler Krebs. Die Ärzte hatten keine Hoffnung und gaben ihm nicht mehr lange zu leben. Wir scharten uns um Elli in der Hoffnung, vereint das Schreckgespenst des Todes bannen zu können, das diesen treuen Freund, diesen engen Vertrauten bedrohte. Otto Frank eröffnete mir, er und seine Frau hätten in letzter Zeit Sehschwierigkeiten bei Anne bemerkt. Nun, da ich Bescheid wusste, merkte auch ich, dass Anne beim Lesen oder Schreiben die Augen zusammenkniff. Überdies litt sie häufig an Kopfschmerzen, erzählte Herr Frank. Was tun? Die Sache wurde allgemein erörtert. Man war sich einig, dass Anne eine Brille brauchte. Unsere erste medizinische Krisensituation war da. Ganz in der Nähe, zu Fuß höchstens 10 Minuten, hatte ich ein Optikerschild gesehen. Wenn ich Anne begleitete und wir uns beeilten, Hinweg, Aufenthalt beim Optiker, Rückweg, konnte ich sie meiner Berechnung nach binnen einer Stunde wieder sicher oben abliefern. Die fertige Brille könnte ich dann unter einem plausiblen Vorwand allein abholen und ihr bringen. Mit einem nicht registrierten Juden auf die Straße zu gehen, war zwar überaus gewagt, doch diese Erkenntnis half uns nicht weiter. Ich war überzeugt, Anne hin und zurück sicheres Geleit geben zu können. Anne wurde vor Angst blass um die Lippen. Ich sah den stummen Blickwechsel zwischen Otto und Edith Frank, die wortlose Verständigung, wie sie nur unter Eheleuten möglich ist. Anne blickte von einem Elternteil zum anderen. Sie wisse nicht, ob sie nicht schon bei dem bloßen Gedanken, draußen auf der Straße zu sein, in Ohnmacht fallen würde, gestand sie. Aber wenn du es willst, gehe ich, fügte sie hinzu und blickte zu ihrem Vater hoch. Sie würden es in Ruhe besprechen und mir später das Ergebnis mitteilen, erklärte mir Herr Frank. Tags darauf bekümmertes Kopfschütteln. Es ist einfach zu gefährlich, nach draußen zu gehen, sagte er traurig und fügte hinzu. Diese Dinge müssen bis nach dem Krieg warten. Kurze Zeit später gab es ein schweres Flakfeuer, das die zu Luftangriffen auf Deutschland anfliegenden Bombergeschwader aufhalten sollte. Ein Flugzeug wurde getroffen und stürzte ganz in der Nähe der Prinzengracht 263 ab. Nach einer gewaltigen Detonation konnte man die lodernden Stichflammen eines brennenden Nachbarhauses sehen. Dieser Flugzeugabsturz hatte die Bewohner des Hinterhauses in Panik versetzt. Unsere Freunde dachten ständig daran, dass sie einer Bombardierung schutzlos preisgegeben waren. Tagelang hatte ich keinerlei Möglichkeit, ihnen diese Schreckensvision zu nehmen. Dann wurde im Vorderhaus eingebrochen. Der Schaden war nicht der Rede wert. Die Diebe hatten unsere Portokasse und vorwiegend Zuckermarken entwendet. Zucker war zwar knapp, für die Firma zur Marmeladenherstellung aber immer noch erhältlich. Am meisten aber verstörte es unsere Freunde, dass die Ganoven, nachdem sie das Lager im Erdgeschoss durchwühlt hatten, in die Büros eingedrungen und vielleicht sogar bis zu dem Regal gelangt waren, das den Eingang zum Hinterhaus tarnte. Auf dem Radio in Herrn Franks ehemaligem Büro war noch der verbotene BBC-Sender eingestellt gewesen. Die rund um das Radio herangezogenen Stühle verrieten,
dass hier eine ganze Gruppe von Menschen den Nachrichten gelauscht hatte. Die Einzelteile unseres eigenen Radios, die Henk hergebracht hatte, lagen immer noch auf dem Dachboden. Niemand im Versteck hatte etwas davon gemerkt, dass direkt unter ihnen Eindringlinge umhergeschlichen waren. Keiner hatte sich bemüht, leise zu sein. Durchaus möglich, dass irgendwo Wasser lief, dass oben lautes Rufen ertönte. In diesen Zeiten konnten selbst Diebe zur Polizei gehen und melden, dass sich in dem Haus Menschen versteckt hielten. Die Deutschen zahlten für solche Informationen bar auf die Hand. Der Dieb hatte in dem Fall nichts zu befürchten, ein Jude dagegen alles. Dann machten uns gute Nachrichten auf einmal wieder Hoffnung. Mussolini war gestürzt. Unsere britischen und amerikanischen Verbündeten waren endlich auf europäischem Boden gelandet und begannen, von Sizilien aus nach Norden vorzustoßen. Im Hinterhaus herrschte eitel Freude. Herr Frank und Anne waren die größten Optimisten, was das baldige Ende des Krieges anging. Dr. Düssel und Frau Van Daan zeigten sich ebenfalls, wenn auch vorsichtig, optimistisch. Am zurückhaltendsten schätzten Frau Frank, Herr Van Daan, Margot und Peter die Chancen für unsere Befreiung ein. Von Tag zu Tag wurde es schwieriger, in den Geschäften etwas aufzutreiben. In den Ladenregalen herrschte meistens gähnende Leere. Und wenn ausnahmsweise einmal etwas vorhanden war, drängten sich die Käufer in Scharen herein. Als ich nach einem besonders aufreibenden Morgen meine Einkaufstour beenden und mit meinem bereits ziemlich vollgepackten Rad gerade wenden wollte, fuhren mich zwei deutsche Soldaten auf einem Motorrad mit Beiwagen an. Ich konnte mich durch Abspringen vor dem Sturz retten. Eigentlich sah es mir gar nicht ähnlich, in Wut zu geraten, aber diesmal brach sich der Zorn unwillkürlich Bahn. »Ihr elenden Schufte, ihr gemeinen Kerle«, platzte ich heraus. Breitbeinig stand ich da und brüllte die Soldaten an. Der Fahrer hielt, drehte sich um und musterte mich. Der Motor ratterte so laut, während ich schrie, dass mir hinterher, als ich wieder zur Besinnung gekommen war, einfiel, vielleicht hatten sie mich gar nicht verstanden. Beide Soldaten wandten sich schallend, lachend um und brausten davon. Im Augenblick des Zusammenstoßes war die Straßenbahn vorbeigefahren. Der Wagenführer und die Insassen hatten den Zwischenfall beobachtet. Immer noch vor Zorn kochend, stieg ich wieder auf mein Rad, setzte mich langsam in Bewegung, um die Bahn vorbeizulassen. Doch der Wagenführer machte eine Geste, die »Hut ab« heißen sollte, und winkte, ich solle zuerst fahren. Anders als ich in meiner Erregung, hatte er die gefährliche Situation sehr wohl begriffen und mir Anerkennung gezollt. Mein Herz hämmerte wie verrückt, als mir klar wurde, was ich getan hatte. Es hatte schon schwerste Strafen wegen weit geringerer Vergehen gegeben. Am Nachmittag brachte ich ein Päckchen und ein Buch, beides für Dr. Düssel bestimmt, nach oben, und erzählte bei der Gelegenheit von dem Vorfall mit dem deutschen Motorrad. Dieser Zusammenstoß beunruhigte jeden. Später erfuhr ich von Herrn Frank, in dem Päckchen, das ich hinaufgebracht hatte, habe sich eine verbotene antinazistische Schmähschrift befunden. Er und die anderen hätten sich deshalb große Sorgen gemacht. Wenn man dieses Buch auch nur bei sich trug, hatte man Gefängnis- oder Todesstrafe zu gewärtigen. »Wie konnten Sie Miep einer solchen Gefahr aussetzen?«, fuhr Anne Dr. Düssel an. »Sich mit unserer Miep anzulegen, das traut sich doch keiner«, gab Dr. Düssel abwehrend zur Antwort. Doch Anne war zutiefst empört. »Wenn Miep in Gefahr ist, sind wir alle gefährdet«, schimpfte sie. Bei einem meiner Besuche begann Anne, ihre Kleider anzuprobieren. Sie wollte wissen, was sie davon noch tragen könnte, wenn sie wieder in die Schule ging. Sie schwatzte ohne Punkt und Komma. Wir alle lächelten beim Anblick der ausgebeulten Pullover, deren Ärmel nur noch knapp über den Ellbogen reichten und den Unterarm freiließen. Anne überspielte ihre Enttäuschung, indem sie das Ganze ins Lächerliche zog. Impulsiv und immer noch kindlich gewann sie doch allmählich an Reife. Hergekommen war sie als Kind, fortgehen würde sie als junge Dame. Zwischen Anne und mir hatte sich stillschweigendes Einvernehmen entwickelt. Manchmal spürte ich ohne Worte, wie ihr zumute war oder was sie brauchte.
von Frau zu Frau. Diese wortlose Verständigung hatte sich wie von selbst ergeben und ich glaube, Anne ließ mich stets gern an ihren Gedanken teilhaben. Ich fühlte mich Anne, die beim Übergang in einen wichtigen Lebensabschnitt diesen trostlosen Zeiten ausgeliefert war, auf besondere Weise schwesterlich verbunden. Wusste ich doch, was hübsche Kleider für 14-jährige Mädchen bedeuteten. Hübsche Kleider waren zwar am allerwenigsten zu bekommen, doch ich war fest entschlossen, etwas Attraktives und Damenhaftes für Anne aufzutreiben. Und eines Tages geriet ich zufällig an genau das Richtige. Ein paar hochhackige rote Lederpumps. Getragen, aber gut erhalten. Ich zögerte wegen der Größe. Es wäre zu ärgerlich, wenn sie ihr nicht passten. Doch dann dachte ich, riskier's, kauf sie. Ich hielt sie hinter meinem Rücken, als ich sie nach oben brachte, auf Anne zuging und sie ihr hinstreckte. Noch nie habe ich jemanden so glücklich gesehen. Gleich zog sie die Schuhe an und sie passten wie angegossen. Danach wurde sie ganz still. Sie hatte noch nie hohe Absätze getragen. Etwas wackelig durchquerte sie entschlossen das Zimmer. Sie ging hin und her, vorwärts und rückwärts und jedes Mal mit festeren Schritten. Im Spätsommer und Herbst 1943 begannen die Deutschen mit Razzien auf nichtjüdische Holländer zwischen 16 und 40. Diese Männer wurden zum Arbeitseinsatz nach Deutschland verfrachtet. Manche wurden offiziell zwangsrekrutiert, andere auf offener Straße angehalten und von der grünen Polizei mit vorgehaltener Waffe gezwungen, auf einen Armeelastwagen zu steigen. Das brachte ein weiteres Spannungsmoment in unser Leben. Henk war 38 und so kräftig und gesund, wie man es in diesen Zeiten nur sein konnte. Eines Abends sagte Henk, er habe etwas sehr Wichtiges mit mir zu besprechen. Er fing an zu reden, ich hörte ruhig zu. Neulich wusch ich mir gerade auf der Toilette im Büro die Hände. Da kam einer meiner Kollegen herein, den ich sehr gut kenne. Er vergewisserte sich, dass wir allein waren und fragte dann rundheraus, ob ich bereit wäre, in einer Widerstandsgruppe mitzumachen. Ich solle es mir gut überlegen, denn es handle sich um eine illegale und höchst gefährliche Sache. Ich wollte wissen, worum es genau ginge und wer dazugehöre. Er nannte einige der Beteiligten. Es wunderte mich, dass er so viel Vertrauen zu mir hatte, Namen zu nennen, meine ich. Spontan sagte ich, ja, ich mache mit. Scheinbar unbewegt hörte ich zu. Henk sollte nicht merken, wie es mir die Kehle zuschnürte. Nach meiner Zusage brachte er mich zunächst zu einem Arzt, der für die Stadt arbeitet, fuhr er fort. Der erklärte mir, wenn ich in Schwierigkeiten geriete oder für ein paar Tage oder länger untertauchen müsse, solle ich in ein bestimmtes Krankenhaus gehen und dort unser beider Namen nennen. Man würde mich dann aufnehmen und ich könne so lange bleiben, bis sich entweder alles beruhigt oder man beschlossen hätte, mich in ein sicheres Versteck zu bringen. Ich erwartete nun nähere Einzelheiten über Henks neue Aufgabe zu erfahren, doch stattdessen sagte er, ich erzähle dir alles, Miep, damit du Bescheid weißt, falls mir etwas passiert. Die neuen deutschen Zwangsmaßnahmen bringen ja eine weitere Gefahr für uns mit sich. Ich solle mir keine Sorgen machen, bat er. Falls ich abends mal nicht heimkomme, dann warte ab, bis man dich benachrichtigt. Als seine Frau konnte ich ihm nicht verheimlichen, was ich mir für Sorgen machte, dass ihm etwas zustoßen könnte. Doch als Sympathisantin des Widerstands war ich froh und glücklich, dass er diesen Weg gefunden hatte, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren. Wir waren uns einig, dass wir unseren Freunden im Versteck besser nichts von Henks gefährlicher Entscheidung mitteilten. Die Razzien setzten sich in Amsterdam den ganzen Sommer hindurch fort. An einem Sonntag, einem der letzten und wohl schönsten Tage jenes Sommers, veranstalteten die Deutschen in unserem Flussviertel eine Razzia gewaltigen Ausmaßes. Sämtliche Straßen wurden abgeriegelt. Ein mit grüner Polizei besetzter LKW nach dem anderen fuhr vor. Aus nächster Nähe sah ich die grün Uniformierten in zwei Reihen nebeneinander auf den Lastwagen hocken. Soldaten zogen die Klappbrücken hoch und standen als Wachtposten an den Kreuzungen, sodass niemand entkommen konnte.
Durch die ganze Gegend hallten die durchdringenden Trillerpfeifen und dann dröhnten schwere Stiefelschritte die Treppen hinauf. Gewehrkolben hämmerten an die Türen. Schrilles, endloses Klingeln ertönte. Die raue, furchteinflößende deutsche Stimme, die befahl: Aufmachen! Beeilung! Beeilung! Henk und ich waren an jenem Tag mit unserem Untermieter zu Hause. Am späten Nachmittag klopfte es schüchtern an unsere Tür. Ich öffnete. Vor mir stand eine Nachbarin, eine Jüdin um die 40. Sie trug eine flaumige Katze auf dem Arm und bat mit flehender Stimme: Würden Sie wohl bitte meinen Kater nehmen und ihn ins Tierheim bringen oder... Ihre Augen waren tränenlos, voller Angst. Ihn behalten. Die Situation war klar. Sie wurde von den Deutschen abgeholt. Ich streckte die Hände nach dem Kater aus. Geben Sie ihn her. Sie legte ihn mir in die Arme. Nie im Leben bringe ich ihn ins Tierheim, dachte ich. Ich sorge für ihn, bis Sie zurückkommen. Er heißt Barry. Damit machte sie kehrt und eilte davon. Der Kater war weiß mit kleinen schwarzen Flecken auf dem Rücken. Er musterte mich. Ich drückte ihn fest an mich und trug ihn in die Wohnung. Was für ein reizendes Tier, dachte ich. Von Stund an war er wie unser Kind. Jeden Tag stand er in der Diele und wartete auf Henk. Und wenn er dann endlich kam, strich Barry ihm um die Hosenbeine und gab Köpfchen. Ganz sanft und zärtlich. Elli und ich hinterließen am Abend in den rückwärtigen Räumen stets Büroarbeiten, Ablage, Rechnungen, die Margot und Anne für uns erledigen konnten. Das vordere Büro durften die beiden allerdings nicht betreten, da dort die Vorhänge nie zugezogen wurden. Die Mädchen hatten Spaß daran, uns zu helfen. Wenn alles leer und abgeschlossen war, kamen sie nach unten und machten die Ablage oder was sonst zu tun war und räumten dann das Ganze wieder weg, sodass am nächsten Tag keinerlei Spuren ihrer Anwesenheit zu finden waren. Nach Feierabend und an den Wochenenden, wenn keine allzu große Gefahr der Entdeckung bestand, wurden die rückwärtigen Büroräume auch noch anderweitig genutzt. Dr. Düssel hatte angefangen, Spanisch zu lernen und zog sich häufig in Herrn Franks Privatkontor zurück, um ungestört zu sein. Unten in unserer Büroküche befand sich ein kleiner Boiler. Dort konnte man sich gründlich mit Warmwasser waschen. Unsere Freunde gingen gelegentlich auch nur wegen eines dringend benötigten Tapetenwechsels hinunter oder weil sie eben allein sein wollten. Der Gedanke an den bevorstehenden Winter, den zweiten im Versteck, bereitete jedem Unbehagen. Wir alle waren so fest davon überzeugt gewesen, dass der Krieg bis dahin längst beendet sein würde. Freilich erwarteten wir uns von diesem Winter entscheidende Fortschritte unserer Verbündeten. Sonderbar wurde Frau Franks Verhalten. Wenn ich oben wegging, folgte sie mir, soweit sie konnte, nämlich bis zur Rückseite des Regals. Dort blieb sie unsicher stehen und sah mich flehend an. Ich wartete darauf, dass sie redete, aber sie sagte kein Wort. Es dauerte eine Weile, bis mir schließlich klar wurde, dass es ihr darum ging, unter vier Augen mit mir sprechen zu können. Von da an nahm ich mir etwas mehr Zeit und zog mich mit ihr in das Schlafzimmer zurück, das sie mit ihrem Mann und Margot teilte. Wir setzten uns auf die Bettkante und ich hörte ihr zu. Was sie sich von der Seele reden musste, aber in Gegenwart der anderen nicht konnte, war dies. Sie litt schwer unter der Verzweiflung, die sie bedrückte. Während die anderen die Tage bis zum Eintreffen der Alliierten zählten und ausgelassen herumalberten, was sie nach Kriegsende als erstes zu tun gedächten, bekannte Frau Frank tief beschämt, dass sie an ein gutes Ende einfach nicht glauben könne. Manchmal beschwerte sie sich über Frau Van Daan. Noch nie hatte sich jemand im Hinterhaus in dieser Weise über einen der anderen geäußert. Wenn es Spannungen und Konflikte gab, so wurde das in meiner Gegenwart nie erwähnt. Frau Frank beklagte sich darüber, dass Frau Van Daan unentwegt ihre beiden Töchter kritisierte, insbesondere Anne. In ihren Augen nahmen sich die beiden zu viel Freiheiten heraus. Anscheinend nörgelte Frau Van Daan vor allem am Abendbrottisch an Margot und Anne herum. Über diese Kritik an ihren Töchtern regte sich Frau Frank heftig auf. Ich hörte mir mitfühlend alles an, was Edith Frank loswerden musste. Wenn ich nicht länger bleiben konnte, musste ich sie unterbrechen und auf das nächste Mal vertrösten. Ich ließ sie dann deprimiert zurück,
In sich zusammengesunken hockte sie da, die verkörperte Hoffnungslosigkeit. Bei Winteranbruch 1943 hatte es den Anschein, als gäbe es keine Juden mehr in Amsterdam. Entweder waren sie deportiert worden oder untergetaucht oder geflüchtet. Dieser Winter war besonders kalt und stürmisch. Die Lebensmittelknappheit wurde jeden Tag schlimmer. Was wir am meisten gefürchtet hatten, bedrohte uns nun Krankheit. Als erster wurde Kopheus mit starkem Magenbluten wieder in die Klinik eingeliefert. Dann verstauchte ich mir den Fuß und zog mir anschließend eine schwere Grippe zu. Aus Angst, die anderen anzustecken, blieb ich zu Hause im Bett. Unser Untermieter Karel van der Hart bekam entsetzliche Kopfschmerzen. Schließlich verurteilte ein Fall von Diphtherie Ellis ganze Familie über einen Monat zur Quarantäne. Während rundum Krankheiten grassierten, hing Mutlosigkeit wie eine dunkle Wolke über dem Hinterhaus. Ich wusste, dass den Vandans das Geld ausging, dass Kopheus heimlich ein paar ihrer Wertsachen verkauft hatte und versuchen wollte, auf dem schwarzen Markt noch mehr loszuschlagen, darunter Frau Vandans Pelze und einige Schmuckstücke. Anderthalb Jahre erzwungener Untätigkeit und Isolation hatten ihren Tribut gefordert und bei allen auch an den nervlichen Reserven gezehrt. Ich versuchte, mir etwas auszudenken, was die trübselige Stimmung etwas aufheitern könnte. Die Weihnachtszeit drückte näher und ich fing an, alles, was ich an Süßigkeiten ergattern konnte, aufzusparen. Ich zwackte hier und da etwas Butter und Mehl ab, ohne zu verraten, dass ich beabsichtigte, einen richtigen Kuchen zu backen. Unser Nikolausfest vom vergangenen Jahr war und blieb einmalig, so dass eine Wiederholung nicht denkbar schien. Doch Anne und ihr Vater hatten sich aus ihrer Lethargie hochgerappelt, gemeinsam Verse geschmiedet und den großen Geschenkkorb mit Schuhen dekoriert. Für jeden einen, mit einem eigens für ihn gemachten Gedicht. Witzig, spöttisch und oft einfach albern. Zu Weihnachten beschenkte Anne mich stolz mit selbstgemachtem Konfekt. Sie hatte ebenfalls heimlich ihre Rationen gehortet und für mich Naschkatze auf der Zunge zergehende Köstlichkeiten gezaubert. Ich musste auf der Stelle ein Stück kosten. Als ich mir die Finger ableckte, lachte sie. Ihre Augen blitzten. Sie hatte mich auf meinem ureigenen Gebiet, Überraschungen, geschlagen, was mich nur in meiner Entschlossenheit bestärkte, als Gegengabe für sie und die anderen den wunderbarsten aller Kuchen zu backen. Die letzten Tage des Jahres nahten, dunkel, kurz, trübselig. Herr Kopheus, Elli, Herr Krahler, Henk und ich planten unsere besondere Überraschung für den Freitagabend vor Silvester. Als der letzte Arbeiter mit dem Rad davongefahren war, stiegen wir mit unseren Gaben die steile Treppe hinauf. Jeder hatte etwas Besonderes. Henk hatte auf dem schwarzen Markt Bier aufgetrieben und ich meine Spezialität gebacken, den von Anne heißgeliebten Gewürzkuchen. Der Anblick unserer Prozession wirkte wie ein Lebenselixier. Frau Frank stellte den Wasserkessel auf, um Ersatzkaffee zu kochen. Bier wurde eingeschenkt, wir standen alle um den Tisch herum. Anne entdeckte die Aufschrift, mit der ich den Kuchen verziert hatte, und machte die anderen darauf aufmerksam. Wir verstummten einen Augenblick und stießen dann mit Bier und Kaffee auf diesen Wunsch an. Frieden 1944. Überall in Amsterdam hingen Bekanntmachungen, an Wegweiser genagelt, an Wände geklebt. Stets schwarz umrandet gaben diese Anschläge die Hinrichtung von Widerstandskämpfern bekannt, mit Namen, Alter, Beruf. Für alle, die Juden halfen, spitzte sich die Lage bedrohlich zu. Unsere Freunde brannten auf Berichte über die Widerstandskämpfer. Henk, ein vorzüglicher Geschichtenerzähler, gab alles, was er sagen durfte, zum Besten über den Widerstand und die Sabotageakte gegen unsere Unterdrücker. Selbstverständlich erwähnte Henk unseren Freunden gegenüber nie etwas von seiner Beteiligung an eben jenen Widerstandsaktionen. In den vergangenen Monaten hatte Henk mir nach und nach mehr über seine Aktivitäten im Widerstand erzählt. Ich erfuhr, dass seine Organisation in erster Linie Nachforschungen anstellte über diejenigen, die Hilfe benötigten. Dabei handelte es sich häufig um Männer, die sich geweigert hatten, als Zwangsarbeiter nach Deutschland zu gehen, stattdessen untergetaucht waren
und nun nicht mehr den Lebensunterhalt für ihre Familien oder für sich selbst verdienen konnten. Es gab Männer und Frauen, die in akuter Gefahr waren und untertauchen mussten. Menschen nicht anders als wir. Hanks Aufgabe war es, die Illegalen aufzusuchen. Dabei benutzte er Kennworte und verschlüsselte Listen. Er ermittelte, was sie vordringlich brauchten und beschaffte dann durch die Organisation das Notwendige, zum Beispiel Lebensmittelkarten und Geld. Als Fürsorger musste Hank ohnehin Bedürftige aufsuchen, sodass er für seine Untergrundaktivitäten eine perfekte Tarnung besaß. Im Februar 1944 wurde ich 35. Wichtiger jedoch war Margots Geburtstag einen Tag später. Sie wurde 18. Das musste gebührend gefeiert werden. Wir alle fahndeten nach irgendwelchen Kleinigkeiten, die wir ihr schenken konnten. Bei uns wurde nie ein Geburtstag vergessen. An meinem nahm mich Frau Van Daan unvermittelt beiseite. Ich machte mich auf unerquickliche Mitteilungen gefasst. Doch stattdessen sah sie mir fest in die Augen. »Miep«, sagte sie, »Hermann und ich haben so sehr nach einer Möglichkeit gesucht, das zum Ausdruck zu bringen, wofür es keine Worte gibt. Dies hier soll nur ein kleines Zeichen unserer Dankbarkeit und Freundschaft sein.« Sie drückte mir ein Päckchen in die Hand. »Das ist doch nicht nötig«, fing ich an. Sie unterbrach mich. »Machen Sie's auf.« Ich gehorchte. Drinnen lag ein schöner alter Ring mit einem schwarzen Onyx, in dessen Mitte ein Brillant funkelte. Ich wollte Protest erheben. Im ersten Augenblick dachte ich an die vielen Zigaretten und Würste, die man dafür auf dem schwarzen Markt bekommen könnte. Doch dann trat mein Sinn fürs Praktische zurück. Ich blickte Frau Van Daan an und versprach, ich will ihn immer tragen, in Freundschaft, und steckte ihn mir an den Zeigefinger. Er saß wie angegossen. Frau Van Daan legte mir kurz die Hand auf die Schulter und drückte sie, dann gingen wir auseinander. Ende Februar alarmierte uns ein weiterer nächtlicher Einbruch im Büro. Unsere Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Diesmal waren die Räume gründlich durchwühlt worden und die offene Haustür pendelte im Wind hin und her. Die Angst vor diesem Einbrecher wuchs ins Unermessliche. Hatte er die Menschen im Versteck gehört? War es derselbe wie zuvor? Würde er das, was er möglicherweise entdeckt hatte, der Polizei melden, um eine Belohnung zu kassieren? Die Untergetauchten mochten Fritz van Matto, den Lagerverwalter, nicht. Obwohl sie ihm nie begegnet waren, misstrauten sie ihm und fragten uns ständig nach ihm aus. Auch die vielen verzweifelten Obdachlosen, die jetzt durch die Straßen von Amsterdam streiften und häufig Diebstähle begingen, beunruhigten sie. Uns alle beschäftigte die Frage, wann mit der Invasion der Alliierten zu rechnen sei. Es lag in der Luft, dass sie eine Invasion planten, einen groß angelegten Vorstoß, durch den wir befreit werden würden und den wir nun schon täglich erwarteten. Endlich wurde es April. Es gab mehr Gründe als je zuvor, das Frühjahr herbeizusehnen. Niemand hatte mehr Kohle, auch der Strom fiel zeitweise aus. Am Ostermontag waren Henk und ich zu Hause. Wir hatten ja frei und daher keine Eile, unser gemütliches, warmes Bett zu verlassen. Es war noch recht früh am Morgen, als wir es heftig an der Haustür klopfen hörten. Ich eilte hinaus. Vor mir stand Jo Kopheus in heller Aufregung. Otto Frank habe aus der Prinzenracht angerufen, berichtete er. Es war abermals eingebrochen worden. Die Situation schien äußerst bedrohlich zu sein. Henk und ich stürzten in die Prinzenracht. In der eingeschlagenen Tür klaffte ein riesiges Loch. Überall herrschte Chaos. Ich raste zum Regal und pfiff, damit jemand von oben aufhakte. Ich öffnete und hastete zusammen mit Henk die Treppe hinauf. War ihnen auch nichts geschehen? Mein Herz hämmerte. Als Anne uns sah, kam sie, in Tränen aufgelöst, angerannt und fiel mir in die Arme. Die anderen drängten sich, am ganzen Leibe zitternd um uns, als könne sie meine Nähe, die flüchtigste Berührung beruhigen. Sie redeten alle auf einmal, als sie uns berichteten. Sie hatten Geräusche gehört, waren nach unten ins Büro gegangen, um nachzusehen und dort zu dem Schluss gelangt, dass sich mehrere Fremde im Haus befinden mussten. Wieder im Versteck hatten sie die ganze Nacht über reglos verharrt. In panischer Angst rechneten sie jede Sekunde damit, verhaftet zu werden, da sie fest überzeugt waren, dass die Polizei einen Rundgang durch das Gebäude gemacht hatte
und um ein Haar dabei auch ins Hinterhaus gelangt wäre. Henk eilte nach unten, um die Tür zu reparieren. Ich blieb bei unseren Freunden, hörte zu und tröstete. Als Henk von unten zurückkam, sprach er mit strenger Stimme, wie ich sie noch nie von ihm gehört hatte. Er legte unseren Freunden ab sofort nahe, nie wieder nach unten zu gehen, vor allem nicht, wenn sie Geräusche hörten. Um ihnen die Sachlage klar vor Augen zu führen, erinnerte er sie daran, dass Untergetauchte regelmäßig dann geschnappt wurden, wenn sie die ständige Gefahr, in der sie schwebten, vergaßen und leichtsinnig wurden. Das Wunder des mit aller Macht anbrechenden Frühlings erfüllte uns, die wir ringsum nur noch Not und Elend kannten, mit neuem Lebensmut. Oben im Versteck zog mich Anne zum verhängten Fenster und zeigte mir jedes neue Grün an der großen Kastanie. Eines Morgens machte ich mich, etwas weniger gehetzt als sonst, auf meine tägliche Einkaufstour. Die Luft war mild und aromatisch. Am Himmel segelten dicke, weiße Wattewolken dahin. Ich kam zu unserem Gemüseladen in der Lelie-Kracht, aber dort wurde ich nicht von dem Mann, der mir stets zusätzliche Gemüsemengen verkauft hatte, sondern von seiner Frau bedient. Sie wirkte verstört. »Was ist denn los?« erkundigte ich mich. Sie raunte mir zu, »Mein Mann ist verhaftet worden.« Mein Herz begann zu klopfen. Wenn sie jemanden abholten, wurde jedes Mittel angewandt, um alles herauszupressen, was derjenige über andere wusste. »Er hat Juden versteckt«, fuhr sie fort. »Zwei Juden. Wer weiß, was sie ihm deswegen antun.« Ich kaufte rasch ein, viel weniger als ich brauchte, und ging. Ich dachte an den freundlichen Mann, der mir immer mehr gegeben und der die schweren Kartoffelsäcke in die Prinzenracht geschleppt hatte. Er musste gewusst haben, dass ich untergetauchte Personen verpflegte und hatte nie ein Wort darüber verloren. Was würden sie mit ihm machen? Und wenn sie ihn mit allen möglichen grausamen Methoden zum Reden brachten, was mochte er ihnen dann über andere erzählen? Würde er auch meinen Namen nennen? Die Verhaftung dieses Mannes bedeutete eine Katastrophe. Dank seines Entgegenkommens hatte ich die 8 Untergetauchten bisher beköstigen können. Was nun? Wohin sollte ich mich wenden? Nervös ging ich zur Rosenkracht hinüber, zu einem kleinen Kellerladen. Die Inhaberin war eine alte Frau. Ich nahm mir vor, das Geschäft täglich aufzusuchen und jeden Tag mit der Alten ein bisschen mehr zu reden. Allmählich sprach sie von sich und ihren Problemen mit den Kindern. Ich hörte geduldig zu und zeigte ihr deutlich mein Mitgefühl. Das machte sie zunehmend sicherer. Nun begann ich vorsichtig zu fragen, ob ich nicht etwas mehr bekommen könne. Sie gab mir jedes Mal das Gewünschte. Da wir ja wussten, dass unsere Verbündeten für die ersehnte Landung gutes Wetter brauchten, zählten wir jetzt dauernd die schönen Tage. Im Mai brachten wir eine ganze Menge zusammen. Aber die erhoffte Landung fand nicht statt. Unsere Freunde fieberten förmlich vor Aufregung, so als ob schon alles gut würde, wenn die alliierte Invasion, wo auch immer, den Kontinent einmal erreicht hätte. Unermüdlich debattierten sie mit Henk und untereinander darüber, wo die Landung erfolgen würde. Und dann geschah es. In den frühen Morgenstunden des 6. Juni 1944 waren die Alliierten in der Normandie gelandet. Henk und ich hatten kein Radio mehr, doch kaum war ich auf dem Weg ins Büro, da spürte ich die knisternde Spannung, die in der Luft lag. Die Menschen waren wie elektrisiert und so beschwingt wie seit Jahren nicht. Als ich in der Prinzenracht ankam, erfuhr ich alles, was die anderen aus den BBC-Nachrichten wussten. Herr Kopheus ergriff meine Hände und drückte sie. Ja, endlich ist es wahr geworden. Und als ich nach oben ging, fand ich eine völlig gewandelte Atmosphäre vor. Erwartungsvoll, lebenssprühend. Jeder rechnete jetzt, wie viele Tage es wohl dauern würde, von der Küste der Normandie bis in die Niederlande vorzustoßen. Wir waren vom Radio nicht mehr wegzubringen. Zum ersten Mal hörten wir die Stimme Eisenhowers, den breiten, etwas nuschelnden Tonfall. Er bezeichnete diesen Tag als Day Day. Doomsday, das ist das englische Wort für jüngstes Gericht. Während wir uns die Tränen aus den Augen wischten, versicherte er, dass dieses Jahr den endgültigen Sieg über die Deutschen bringen würde. Die Stecknadeln auf der Landkarte, die Otto Frank an die Wand geheftet hatte, rückten täglich näher an Holland heran. In diesem Juni wurde Anne 15.
Was ich auch immer an Papier für sie beiseite schaffen konnte, Anne verbrauchte es im Handumdrehen. Ich wusste, sie benötigte dauernd Nachschub, um ihre schriftlichen Arbeiten erledigen und ihr Tagebuch weiterführen zu können. Zu diesem Geburtstag spendeten Elli und ich gemeinsam einen ansehnlichen Stapel Schreibhefte und ich organisierte auf dem schwarzen Markt ein paar Süßigkeiten für das Leckermaul Anne. Kurz vor dem Geburtstag nahm ich der sonst so stille Peter beiseite, drückte mir ein paar Geldstücke in die Hand und fragte, ob ich irgendwo einen hübschen Blumenstrauß für Anne besorgen könne. Seine Bitte überraschte mich. Als er vor mir stand, wurde mir erst richtig bewusst, wie stark und kräftig er aussah, wie hübsch gelockt sein braunes Haar war. Ein reizender Junge, dachte ich, beeindruckt von seiner empfindsamen Art. »Es bleibt aber unter uns, Miep«, fügte er hinzu. »Selbstverständlich«, versicherte ich ihm. Ein paar blass-lila Pfingstrosen, das war alles, was ich auftreiben konnte. Ich gab sie ihm. Auf seinen Wangen malten sich rote Flecken, und schon war er mitsamt den Blumen in seinem Kämmerchen verschwunden. Eines Samstags im Juli erschien einer der Vertreter von Travis & Co. mit einem riesigen Korb voll schmutziger, aber frischer, reifer Erdbeeren. Ein Geschenk fürs Büropersonal, erklärte er. An den Sonnabenden wurde in der Prinzenracht nur halbtags gearbeitet. Beim Gedanken an die reifen Erdbeeren lief mir das Wasser im Mund zusammen. Endlich sperrten die Arbeiter unten zu und gingen. Nur der engere Kreis blieb zurück. Herr Krahler, Herr Kopheus, Elli und ich. Ich bin von Natur aus energisch und organisiere gern. Kaum war mir der Gedanke gekommen, die Erdbeeren zu Marmelade zu verarbeiten, da nahm ich auch schon die Sache in die Hand. Unsere Freunde kamen hinunter in die rückwärtige Küche, die von der Straße nicht eingesehen werden konnte. Im Nu kochte das Wasser, es waren die Erdbeeren geputzt und gewaschen. Unsere Unternehmung fand teils oben, teils unten statt und meine mit Einkochen beschäftigte Mannschaft pendelte jetzt zwischen den beiden Küchen hin und her. Die allgemeine Stimmung war kräftig gestiegen, als der starke, süße Duft der verkochenden Früchte sich überall verbreitete. Es war, als habe sich das Leben wieder normalisiert, als könnten wir alle ungehindert kommen und gehen, wie es uns beliebte. Ich war die Expertin und so folgte die Gruppe meinen Anweisungen. Freilich nahm mich keiner sonderlich ernst, wenn ich jeden ausschimpfte, der die Erdbeeren in seinen Mund statt in den Topf wandern ließ. Anne hatte den Mund voll Erdbeeren, dass sie kaum sprechen konnte. Peter und seine Mutter genauso. Und schließlich wurde ich zur Zielscheibe ihres Spotts, als ich mich dabei ertappte, dass ich, allen meinen strengen Ermahnungen zum Trotz, selber den Mund voll Erdbeeren hatte. An einem schönen, warmen Julitag war ich zeitig mit der Arbeit fertig. Im Büro herrschte tiefe, fast verschlafene Stille. Ich beschloss, oben eine unverhoffte Stippvisite zu machen. Ich stieg die steile Treppe hinauf. Als ich am Schlafzimmer der Franks vorbeikam, sah ich Anne allein am Fenster sitzen. Hier war es viel dunkler als unten im Büro, und so brauchte ich einen Moment, bis sich meine Augen umgewöhnt hatten. Anne saß an dem alten Tisch neben dem Fenster. Von ihrem Stuhl aus konnte sie auf den großen Kastanienbaum und die Grünanlagen blicken, ohne selber gesehen zu werden. Sie schrieb so eifrig, dass sie mich gar nicht bemerkt hatte, obwohl ich schon dicht bei ihr war. Ich wollte gerade kehrt machen und den Raum wieder verlassen, als sie überrascht aufblickte und mich entdeckte. Bei unseren vielen Begegnungen im Laufe der Jahre hatte ich Annes abrupte Stimmungswechsel oft miterlebt. Sie blieb dabei aber immer freundlich. Mir gegenüber hatte sie sich nie anders als überschwänglich, bewundernd, geradezu schwärmerisch verhalten. Doch in diesem Augenblick nahm ich einen Gesichtsausdruck wahr, den ich bei ihr nie zuvor gesehen hatte. Einen Ausdruck verbissener Konzentration, als habe sie heftige Kopfschmerzen. Ihr Blick durchbohrte mich, verschlug mir die Sprache. Plötzlich war es ein ganz anderer Mensch, der da schreibend am Tisch saß. Ich konnte kein Wort herausbringen. Frau Frank musste mich gehört haben. Ich erkannte ihren leisen Schritt hinter mir. Als sie schließlich zu reden anfing, merkte ich an ihrem Tonfall, dass sie die Situation erfasst hatte. Sie sprach Deutsch, was sie nur tat, wenn es schwierig wurde. Ihre Stimme klang ironisch und doch liebevoll. »Unsere Tochter schreibt, Miep, das wissen Sie ja.« Anne sprang auf, klappte das Heft zu, mit einer dunklen Stimme, die ich noch nie bei ihr gehört hatte, und unverändertem Gesichtsausdruck sagte sie zu mir, »Allerdings, und ich schreibe auch über dich.«
Sie sah mich unentwegt an. Ich meinte, etwas sagen zu müssen. Das ist aber schön, war alles, was ich herausbrachte. Ich machte kehrt und ging. Annes düstere Stimmung verfolgte mich. Ihr Tagebuch war ihr zum Lebensinhalt geworden, das wusste ich. Es war, als hätte ich eine vertrauliche Zwiesprache gestört. Die dort oben so außer sich geraten war, weil sie sich durch mich gestört fühlte. Das war nicht Anne, das war ein ganz anderer Mensch, eine Unbekannte. Hitlers Stimme im Radio klang noch hysterischer als früher. Seine Worte ergaben oft keinen Sinn. Für uns alle lag es auf der Hand, dass er seinen zurückweichenden Truppen wieder Kampfgeist einzuflößen versuchte. Brüllend drohte er mit neuen Wunderwaffen, die bald den vorrückenden Armeen der Alliierten vernichtende Schläge versetzen würden. Doch trotz des Vorstoßes der Alliierten wurde das Leben in Amsterdam nur noch härter. Nach einem besonders schlimmen Tag kam ich immer völlig ausgepumpt nach Hause. Auch Henk war des Öfteren am Ende seiner Kräfte. Beide verloren wir nie ein Wort der Klage. Ich zauberte vielmehr die beste Mahlzeit auf den Tisch, die ich zustande bringen konnte. Wenn wir dann zu dritt aßen, bestritt Karel nach einem Tag erzwungener Isolation entsprechend mitteilungsfreudig die ganze Unterhaltung. Henk und ich hörten stumm zu. Manchmal gingen wir trotz der Sperrstunde hinüber zu unseren Nachbarn, einem jungen holländischen Ehepaar, mit dem wir uns angefreundet hatten. Gemeinsam lauschten wir den holländischen Nachrichten aus London. Die vertraute Stimme erklang. Guten Abend, hier spricht Radio.